Und hüpf. Okay. Okay, wir sind immer noch in Tab 4. Plitsche, platsche, plitsche, platsche. Bei Edge sagt er bestimmt gleich 5 oder so, oder? Oh Mann, ey, und dass man hier in jede Ecke rin krauchen muss, das finde ich ja so fürchterlich, wa? Tab 5. Tab 5. Oh. So, ist halt offen. Ich bin so dankbar. Ich bin so unheimlich dankbar für offene Türen hier unten. So, interessant ist, dass wir bis jetzt auch noch nicht wirklich ein Knicklicht gebraucht haben, hätten, theoretisch. Ich meine, gut, wir haben jetzt noch zwei Stollen vor uns. Aber... Ich habe ja die Hoffnung, dass wir dann, wenn wir in der 6 sind, dass wir die 6, wenn wir die durch haben, hoffentlich dann irgendwie wieder rauskommen. Also ich frage mich, wie bei knapp 1500 Meter nach unten erstmal. Kennst du den Film Katakomben? Nee. Da war das... Do not enter. Tja, liebe Freunde. Was macht man, wenn man hier unten auf eine Tür trifft, auf der bitte nicht betreten steht? Wollen wir? Ja, dann ich guck mal erstmal, was hier vorne um die Ecke ist. Tut mir leid, weil ich jetzt hier mal kurz erstmal Schisser bin. Aber ich will mal ganz kurz gucken, was hier ist. Nichts. Okay, alles klar. Wir sind gefickt. Na dann, interacten wir mal. Und wenn dir irgendein Gruselstollen sagt, geh hier nicht rein, dann gehen wir da natürlich rein. Nur für euch. Und 25... Nein! Fuck you! Sehr gut. Du hast, zwei neue Fotos geschossen. Das ist... Du alter ja, Paparazzo, deswegen du. Deswegen nennt man mich auch den rasenden Reporter. Und jetzt schwimmen wir so ein bisschen vor uns hin. Hier ist ja wunderbar, irgendwie. Mhm. Tatsächlich wäre ziemlich geil gewesen, hätten sie jetzt noch das Wasser. Also das Wasser sieht jetzt natürlich sehr transparent aus. Ja. Wenn sie das jetzt wirklich nur so dirty gemacht hätten. Das hätte einen sehr, sehr coolen Effekt wahrscheinlich. Alter, wie viele Türen sind denn hier, ey? Oh, no way, Alter. Aber ich will jetzt auch nicht zu kritisch sein, irgendwie, weil das Spiel erzeugt definitiv eine krasse... Ja, wer braucht hier Hilfe? Mann. Das Spiel erzeugt auf jeden Fall eine krasse Atmosphäre. War da vorne was? Weiß ich nicht. Emotion? Andy. Wenn du noch hier bei mir bist, danke ich dir. Ich bin froh, dass du meine Geschichte weiterliest. Ich weiß nicht, ich bin müde. Es hat angefangen zu regnen, glaube ich, weil hier unten alles voll läuft. Ich glaube, du verstehst. Mann, ich wollte einfach mal weitergehen. Sehen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht. Ich mich verständlich ausdrücke, aber ich weiß, dass es weitergeht. Es hört nicht einfach auf, es geht weiter. Man könnte meinen, es sei zu Ende, aber es geht weiter. Verstehst du? So, oh, nächster Schrank mit einer 20 drauf. Ja, ich weiß nicht, ob ich, also gut, ich schreib's auf. Wo sind wir jetzt? In Dev 5? Ja. Dev 5? Dringlich. Die Dinge geraten allmählich außer Kontrolle. Ich kann die Dinge hier nicht aufrechterhalten, wenn wir über 50 Personen pro Tag bearbeiten und festhalten. Sie fangen an, über die Türen zu klettern und sie mit Waffen zu bedrohen, ist langsam nicht mehr so effektiv. Ich brauche Unterstützung, ansonsten bin ich am Arsch. Marco Z. Okay. Also der Shit geht hier worst and worst every day hier irgendwie. Also... Der geht hier richtig ab. Ah, das ist hier not so nice, irgendwie. Also, die Frage ist, wen haben die sich hier unten gehalten, die Schweine? Was,
Was geht denn hier ab, Alter? Was haben die hier gemacht? Ich habe keine Ahnung, ob die jetzt da wirklich versucht haben, von denen, weil wir haben ja am Anfang noch gehabt, das mit dem, dass die das Blut von denen trinken, um übermenschlich zu werden. Ob die dann einfach gehalten haben als Nahrungsmittel? 0816. Mit verschwindenden Zahlen. Ja. 0816. Was sagt uns das jetzt? Warte mal. Wir haben im Dev 3 Schrank 5 gefunden, was die 8 erklärt. 3 plus was? 5 sind 8. Was? Ja, geil, siehst du, deswegen habe ich das extra aufgeschrieben. Verstehst du, wir haben im Schacht 3 haben wir einen Schrank gefunden, wo die Nummer 5 draufsteht. Ja. So, das heißt, 3 plus 5 würde 8 ergeben. Okay. Deswegen, also wenn es jetzt hier so eine Trickdoors sind, ja, wo dann dahinter Fallen sind oder wo wir dann eben halt nicht weiterkommen, macht als einziges oder als erstes erstmal Sinn, die 8 zu nehmen. Ich meine, wenn wir jetzt in den anderen Etagen nichts gefunden haben, haben wir ein Problem, weil den nächsten Schrank haben wir erst hier auf 5 gefunden mit Dev 5 und Schrank 20. Wäre ja, dann die 25. 15. Oder 15, ja. Aber wir haben die 0,18. Also, ist jetzt eine Theorie. Also, ist eine Theorie, die 0 ist genauso gut wie die 16, also probieren wir die 8, weil mit der 8 haben wir eine Theorie. Und wir öffnen sie. Oh. Okay. Heieiei, heieiei. Heieiei. Der kann jetzt auch voll in die Hose gehen, wa? Sag ich dir ganz ehrlich. wie heißt das so schön? Bei einer Entscheidung steht der Freund neben dir und wenn es eine falsche war, hinter dir. Also. Was haben wir denn hier? Außer einen riesengroßen, dunklen Scheißraum. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier geht's hoch. Okay. Hier ist eine wunderschöne kleine Holzhütte. Gucken wir mal, ob es hier eine Art Eingang gibt. Also ein Urwald mitten in der Mine. Hau. Ja, das ist. Ich weiß nicht, was das. Da ist ein einzelner Hocker da drin. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Hier hinten haben wir noch einen Schriebs. Alter. Ah, wunderschön. Wohnsitz 343. Bericht 09. 21. Januar 1933. Drei zugeeigneten Einheiten herangewachsen. Einheit 334313. Einheit 334319, Einheit 334320. Ich werde diese drei am 24. Januar an den Bestand überführen lassen. Bitte warten Sie vorerst mit der Entsendung weiterer Einheiten. Wir haben einen Mangel an Kabinen und Betten und ich weigere mich, jemanden auf dem Boden schlafen zu lassen. Taylor S. Das ist aber eine schöne Cabin hier, Alter. Was war das? Erstmal ein Foto machen. Ach, die Tür ist open. Jetzt würde mich nicht wundern, wenn die einfach wieder zugeht. Und wie eingesperrt. Vor allem kriegt ihr mal den Bumsverschlag hier an, Alter. Die sind ein bisschen aneinander gelehnt. Oh Mann, Alter. Gibt's davon noch mehr? Also noch mehr so eine Cabins? Also noch mehr solche Hütten? Ich würde jetzt mal fast nee sagen, irgendwie, weil tatsächlich haben wir hier. Nein, was? Oh Gott, oh Gott. Alter, was zwitscht denn hier so krass? Was war das? Wo ist da jemand langgelaufen oder was ist hier? Oder über uns? Wahrscheinlich. Es kann auch sein, dass der über uns gelaufen ist, weißt du, hier über dem. Ja, ja. Ach du Scheiße. So, dann gehen wir hier mal hoch. Ja, okay, dann gehen wir einfach mal da hoch. Hör auf, Handy! Du machst es schon. Du bist da, du. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich hier diese Konstruktion sehe. Oh! Alter, macht Danny so ein Shit hier, Alter. Ja, diese Konstellation sehe ich hier irgendwie von Bretterbuden, das erinnert mich zunehmend an das, was ich mal in Ark oder The Forest gebaut habe. Von daher bin ich natürlich äußerst fit darin, diese zu, wie sagt man denn? Zu handeln. Adventure Map! Adventure Man! Oh wow, it's completely forget.
What I was going to say. Na schön, alles klar. Super. Okay, er wird ein bisschen. Total, total vergessen, was er sagen wollte. Schön, schön. Oh. Oder schon ein bisschen verrückt? So, auch okay. So, okay, warte mal, jetzt noch. Was ich weiß, ist Folgendes. Alles begann als ein Prozess, um so viel Blut wie möglich zu sammeln. Leider wurden Änderungen vorgenommen. Ich bin nicht in alle Informationen eingeweiht, aber ich weiß, dass eine neue Gesellschaft im Begriff ist zu entstehen. Eine Gesellschaft, in der die perfekten Menschen dieser Welt leben. Ich habe diese Welt nie gesehen, aber ich bin sicher, dass sie existiert. Okay, alles klar. Dann geht's jetzt weiter nach unten, oder? Ja, oder scheint wie? So. Also wir müssen ja noch in Dev 6. Echt? Das war jetzt Dev 5? Okay. Ja, er steht ja unten links. Okay, dann ab in hoffentlich den letzten Death. Ja. Okay, wenn das Spiel heißt Live in the Death 6. Also, was wird man jetzt leben? Oh Gott! Die ganzen Leute, die wir bis jetzt noch nicht gefunden haben? Also wir haben ja auch noch nicht die ganzen Leichen gefunden. Naja, ein paar schon. Ja, aber... Oh nein. Oh no. Okay. Doesn't sound good. Na denn. Ich muss mich bewegen, Alter. Ich bin jetzt schon abgestresst. Oh fuck. Waren wir jetzt, hätten wir schon schneller laufen müssen? Ich weiß es nicht. Supposed to be this way. It was not supposed to be this way. Ja. Okay, sind wir jetzt gestorben? I can feel my body responding heavily as whatever. I have been in hell this whole time. I can feel of it, but I cannot control any of it. I have lost everything. Everything. Once the mind is cemented, all of those secrets this mind carries will be forever lost. I will never find out who is responsible for this tragedy. Perhaps it is better this way. Okay. Also, Ende. Jetzt ist die große Frage, gibt es mehrere Enden? Also hätten wir es schaffen können? Ja, es gibt eins von drei Enden. The Sinking okay. Ending haben wir. Aber, ja, klasse Spiel, hat echt Spaß gemacht. Wie gesagt, Stan hat auch schon... Sweet 776 gemacht, irgendwie. Oben ploppt mal kurz was auf, irgendwie. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das nach dem Video mal reinziehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn ihr Lust habt, kommt beim nächsten Projekt wieder vorbei. Ansonsten kann ich nur sagen, hinterlasst Spuren, zeigt, dass ihr da wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt. Ciao. Tschüss.